Das heißt, meine Aufgabe bei dem Projekt war natürlich die Vorbereitung der Partitur, die Markus Metzler sehr kunstfertig geschrieben hatte, ein sehr komplexes Werk. Ich habe das studiert, es gibt natürlich keine Aufnahme davon. Das ist selbstverständlich, dass man dann die Partitur am Klavier erst einmal durchspielt, versucht sich ein Bild zu machen, wie diese Musik denn klingen kann, die ja ganz neu entstanden ist, die ja zunächst mal nur im Kopf des Komponisten erklingt. Und jetzt, bevor man als Dirigent vor ein Orchester geht, sollte man eine eigene Vorstellung davon entwickeln, wie es klingen könnte, die man dann dem Orchester wieder vermittelt. Das ist sicherlich die Primäraufgabe gewesen. Jetzt könnte man sagen, das wäre ja noch nicht so wichtig alleine, wo man einsetzt, weil man das heute auch elektronisch ganz wunderbar machen kann. Das Orchester genau an den Punkt zu setzen, wo es im Film anfangen soll. Aber die Zeitstrecke, die das Orchester von dort benötigt, bis zu einem bestimmten Schnitt, wo vielleicht ein musikalischer Effekt, ein harter Schlag oder so etwas mit dem Film genau synchron erklingen soll, diese Zeitstrecke, die kann man elektronisch heutzutage noch nicht herstellen oder beeinflussen. Und das ist sozusagen die Kunstfertigkeit des Dirigenten, der Filmmusik einstudiert, hier ein Timing zu entwickeln, auch über lange Strecken, um zu sagen, ich gehe jetzt zeitlich gesehen durch so einen Nebel, aber ich weiß schon ganz genau, ungefähr, wenn so viel Zeit verflossen ist, dann macht es Peng, gewisserweise. Ja. Das ist dann sozusagen während der Aufnahme das Wichtigste, dieses Timing zu haben. Und da muss das Orchester wirklich sehr, sehr gut folgen. Die Kommunikation geht dann vom Bildschirm zum Dirigent, über den Stab, ins Orchester. Wenn schon die Auktions heute. Jetzt könnte man sagen, das wäre ja noch nicht so wichtig alleine, wo man einsetzt, weil man das heute auch elektronisch ganz wunderbar machen kann. Das Orchester genau an den Punkt zu setzen, wo es im Film anfangen soll. Aber die Zeitstrecke, die das Orchester von dort benötigt, bis zu einem bestimmten Schnitt, wo vielleicht ein musikalischer Effekt, ein harter Schlag oder so etwas mit dem Film genau synchron erklingen soll, diese Zeitstrecke, die kann man elektronisch heutzutage noch nicht herstellen oder beeinflussen. Und das ist sozusagen von einem Orchester von Heiland angesprochen. Dass Dirigenten, der Filmmusik ein Regisseur, hier ein Timing zu entwickeln, auch über lange Strecken, um zu sagen, gedreht haben, ich, ja auch vornehmlich ich gehe jetzt zeitlich gesehen durch so einen Nebel, aber ich weiß schon ganz genau, ungefähr, wenn so viel Zeit verflossen ist, dann macht es Peng, ob wir gewisserweise die Filmmusik. Das ist dann sozusagen während der Aufnahme das Wichtigste, das gleiche Hand und zu haben. Und da muss das sehr gut voll ist, dass an uns ging, die Kommunikation geht dann sehr verbunden sind. Bildschirm mit der Stadt zum Dirigent, insofern auch fast über den Stab ganz am richtigen Platz ins Orchester. Das bringt mich gleich zu der Frage, welche Aufgabe hat der Dirigent, beziehungsweise die dich noch nicht kennen, dass du kurz noch was zu deiner Person sagst. Naja, ich bin jetzt im fünften Jahr der Dirigent des Studenten-Sinfonieorchesters. Das ist ein ganz, ganz tolles Orchester. Das hat sehr, sehr, sehr viel Spielfreude. Das hält mich auch durchaus hier in Marburg, weil die jungen Leute haben sehr, sehr viel Energie, organisieren auch alles selbst in diesem Orchester, sodass man sich aufs Künstlerische konzentrieren kann.
Das heißt, meine Aufgabe bei dem Projekt war natürlich die Vorbereitung der Partitur, die Markus Metzler sehr kunstfertig geschrieben hatte, ein sehr komplexes Werk. Ich habe das studiert, es gibt natürlich keine Aufnahme davon, das ist selbstverständlich, dass man dann die Partitur am Klavier erst einmal durchspielt, es versucht sich ein Bild zu machen, wie diese Musik denn klingen kann. Also ganz neu erstmal ist es erstmal meine erste Idee, den Komponisten unterschlingen. Also jetzt nicht in Form, also zu beeinflussen, sehr aktiv geht, aber sollte man in der Tat eine eigene Vorstellung davon entwickeln, wie es klingen könnte, die man dann im Orchester vermittelt. Das ist sicher Films Primäraufgabe gewesen. Phasen der Musik erklingen. Da kommt man gar nicht umhin, dass das der Dirigent macht. Und man kommt sozusagen an bestimmten Momenten des Films vorbei und hat dann bestimmte Musik unten drunter und sagt, okay, wenn das so ist, gehe ich ein bisschen schneller vorwärts. Ja, da kann man, bin ich sagen, ein modularer Aufbau, zunächst mal dann schon völlig an die Farbe blau kommt Film oder so irgendwas. Musik ein, damit klar ist, eigentlich für jeder sind das ab, Thema, das auch ständig sind, das darauf sehr hilfreich ist, der Komponist dabei war, sehr schöne. Zusammen, da beeinflusst man den Film, dann letztlich natürlich schon ein bisschen luftleer, indem man versucht, emotional saugt, sondern der Komponist sagt, du, ach, das hatte ich mir passend schneller vorgestellt. Dann sagt man, Mensch, vielen Dank, klar, auf, dann machen wir es mal schneller. Man spielt also erstmal die Musik fort ein. Und zwar so lange auch, bis das Orchester jetzt sehr flexibel reagieren kann auf neben einem festmerklichen Autoveränderung, parallel in seinem Auto nebenher, sagt man, wenn die schneller spielen und beginnt langsamer, dass man diese kleinen Tempoveränderungen kommt dann auch bestimmt unmerklich vorbei, die Musik und wann man da vorbei synchronisieren zu können, das beeinflusst man so als Phase 1. Das hat sicherlich dann sozusagen auch Orchesterbereitnis einen Einfluss für diese kleinen Tempoveränderungen, der das Stück gut kennt. Und dann kommt die Phase der Einspielung, in der man dann diesen wunderbaren Bildschirm vom Pult hat. Ja, der Dirigent hatte immer sein Notenpult, aber in so einem Fall dann eben auch vor sich nochmal einen schönen Bildschirm, ja, wo also erstmal dann abschneidet, das war eine sehr schöne Zusammenarbeit, auch sehr bestimmte Punkte mit dem Orchester einsetzt, unterstützt von vornherein notwendigerweise zu beeinflussen, so sehr aktiv. Aber das war sehr schön, indem man Takt auch festlegt. Wir haben unterhalten, welches Zeitpunkt des Filmablaufs. Ich habe ihn sofort eingeladen und ich habe gespürt, dass Phase der Musik erklingt. Ich liebt und da kommt man gar nicht umhin, dass das der Dirigent macht. Man kommt sozusagen an bestimmten Probenmomenten des Films vorbei und hat dann bestimmt helle Sekunden drunter und sagt, okay, weil wenn das so ist, möchte man umgekehrt auch ein bisschen schneller vorwärts, dann bin ich mit der nächsten seiner Vorstellung doch Flöte möglichst dann schon. Wenn da die Farben auch insofern oder so war es klar, dass er von Anfang läuft eigentlich in jeder Sekunde, ab, dass ich ihn noch mal fragen kann, rückkoppeln kann, das vorgestellt oder das und umgekehrt. Da beeinflusst man den Film letztlich natürlich schon ein bisschen, wenn man sagt, in der Instrumentierung, indem man versucht, da emotional ist sicher das Thema, das bestmöglicher wollen wir dann noch passende Instrument dazu mit der Musik geben oder zu leben. Denkst du, dass es dann doch zu viel ist und dann sagt der Meister, ja, komm, wir probieren das mal vor. Also und genau so auch entsteht so ja dann letztendlich auch eine Komposition neben einem prozessgelegten Artwork, in seinem Parallelen, in seinem Auto nebenher und sagen, was ist schneller, was ist langsamer, am Ende der Einspielung langsamer und kommt dann an bestimmten Punkten vorbei. Und wann man da vorbeikommt, gut, das beeinflusst man in der Tat selbst und das hat sicherlich dann auch, also ich habe sehr viel gelernt, einen Einfluss auf die emotionale Qualität des Films an dieser oder jener unglaublich wichtig, weil wenn so etwas mal wiederkommen sollte, dann hat man jetzt schon ein bisschen mehr die Fähigkeit entwickelt, worauf man im Film, im Bild achten muss, dass man, wenn man mit dem Orchester da nun mit dirigiert, also erstmal woran man die kleinen Zeitpunkte festmachen kann, sodass man dann zusammenarbeitet. Genau, denn ich Punkt trifft, an dem zum Beispiel der Clown ins Bild kommt und ein großer Schlag waren soll. Sehr schön, um sehr früh zum Treffen aufgenommen. Muss man so eine Art haben uns unterhalten. Universalgedächtnis. Probenablauf. Ich habe ihn sofort erst eingeladen. Diese 40 Sekunden läuft. Musik wirklich liebt. Und das muss man trainieren. Wie ein Sport, glaube ich, seine und Anwesenheit in der Probe und keineswegs kontrollieren, sondern helfen. Das ist ganz toll, macht als Dirigent mit auch einen unglaublich viel Spaß, das dem Komponisten helfen gerne im Kino und seiner Vorstellung doch meinen möglichst nahe kommen im Orchester und insofern für die Musik war es klar, also ohnehin schon traditionell, so dass ich auch ein bisschen noch schon fragen kann, zumindest mit dem Metier auf jeden Fall vorgestellt oder das, was umgekehrt war auch so schön, dass er offen war, mögen das gerne, die gehen natürlich in ihrem Alter auch hier rum, sehr gerne ins Kino, da möchtest du doch sicher das Thema, insofern hoffe ich natürlich auch, dass er noch ins Orchester geben oder Projekt denkst du, dass es dann doch eine schöne Sache am Material kommt, wo die jetzt auch mal
Das hat mir wirklich was gegeben. Jetzt haben wir das auch mal gesehen, wie das mit dem Bildschirm eigentlich. Wie kommt denn Prozess Musik Work in Progress die ganze Zeit eigentlich? Muss man sagen, das Endergebnis ist erst am Ende der Einspielung. Sehr wichtig, dass Kulturwissen übertragen wird. Und das war hier wirklich sehr intensiv. Wie ist dein persönliches Endergebnis? Wie würdest du dieses Projekt resümieren für dich selbst? Haben wir noch eine Frage vergessen? Oder gibt's also ich habe sehr viel lernen können über dieses Feintiming. Das ist klar. Das ist unglaublich wichtig, weil wenn so etwas mal wiederkommen sollte, ich möchte noch und jetzt sagen, ein bisschen mehr scheint, dass eigentlich Fähigkeit entwickelt. Symbolisch, wir brauchen die ganze Stadt hinter diesem Bild achten muss, sodass man mit einzelnen mit dem Orchester da nun mit teilsmitiert, mit familiären Bindungen, man das hat kleine Zeitpunkte sehr viel machen kann, sodass man dann von Anfang an jedes Mal weggegeben. Genau, den Punkt trifft uns, an dem zum Beispiel der Entstehung letztlich kommt und nur auskommen soll. Und diesen Punkt genau zu treffen, ihren Moment. Muss man so eine Art und da ist Universalgedächtnis und ein förderliches Verhalten einfach für diese 40 Sekunden läuft. Stimmung und das muss man trainieren. Wir sind schon von Anfang an getragen und zwar an allen Seiten. Und insofern war auch beide, bin ich auch dieser sehr froh. Dieses Projekt selber macht eigentlich Filmmusik auch noch rein. Spaß, folgen Sie sagen. Ich gehe auch sehr gerne ins Kino und vielen Dank mit meinen Studenten im Orchester gerne. Spielen wir meist Filmmusik als Zugabe ohnehin schon traditionell, sodass die auch ein bisschen schon zumindest mit dem Metier auf jeden Fall. Aus der Hit. Mögen das gerne. Wir machen auch alle sehr, sehr, sehr gerne ins Kino. Und insofern hoffe ich natürlich auch, dass ich fürs Orchester mit diesem Projekt irgendwie eine schöne Sache kreieren konnte, wo die jetzt auch sagen, das hat mir wirklich was gegeben. Jetzt haben wir das auch mal gesehen, wie das ist mit dem Bildschirm. Wie ist denn das eigentlich? Wie kommt denn die Musik zum Film dazu? Das ist ja auch Kulturwissen. Ja, ist mir immer sehr wichtig, dass Kulturwissen übertragen wird. Und das war hier wirklich sehr intensiv der Fall und sehr schön. Schön. Haben wir noch eine Frage vergessen oder gibt es noch was, was du gerne noch dazu sagen möchtest? Ansonsten wären wir dann am Ende des Interviews angekommen. Ja, ich möchte noch sagen, mir scheint, dass eigentlich symbolisch gesprochen die ganze Stadt hinter diesem Film stand, mit Institutionen, mit einzelnen Menschen, auch teils mit familiären Bindungen, und das hat mir eigentlich sehr viel Zuversicht von Anfang an für dieses Projekt gegeben, weil Kunst entsteht letztlich nur aus positiv inspirierenden Momenten, und da ist Zusammenhalt und ein förderliches Verhalten einfach unglaublich wichtig. Das schafft eine positive Stimmung und das hat dieses Projekt von Anfang an getragen und zwar von allen Seiten. Und insofern war auch in dieser Hinsicht dieses Projekt eigentlich von vornherein zum Erfolg bestimmt. Vielen Dank für das Interview und die schönen abschließenden Worte. Gerne, gerne. Sehr schön, super, vielen Dank. Jetzt müssen wir erst nicht ein bisschen. Aus der Hit. Aber Kerl, wir rücken dich jetzt mal ein bisschen zurück.